Lörres hier. An da, China, ne? Jetzt der Rübel da raus, du! Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich mal wieder was ganz Feines am Start. Und zwar hat mich dieser Schaltknauf, ne, Wahlhebel nennt man das bei Automatik, hier wird wieder gearbeitet. Hat er mich immer gestört. Der sieht so, ich zeig euch den gleich. Erstmal ist er nicht mehr ganz so hübsch. Und die Form ist so eher so Lörres-mäßig. No front an alle, die den schön finden. Mir gefällt er nicht, das ist alles Geschmackssache. Deswegen habe ich erstmal richtig tief in die Tasche gegriffen, ja. Habe ich mich echt nicht, da war nicht Geiz ist geil und habe mal einen ordentlichen China-Kracher bestellt. Und zwar in Facelift-Optik bzw. 4G-Modell-Optik. Und den werden wir jetzt einbauen. So ein Ding ist das. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das danach aussieht. Hier ist das Paketchen. Ne? Ist hier angekommen, da. Made in China. Oder, ja, läuft. Den werden wir einbauen. Dann gibt es kleines Update zu Halle. Ja, und über kommende Videos. Denn wir fahren einen YouTuber besuchen. Aber dazu später mehr im Video. Ich würde sagen, wir rupfen jetzt hier erstmal den Schaltknopf raus. Ich zeige euch den noch und dann später mehr. Also dranbleiben. Ja, wie eben schon gesagt, das ist halt dieser Lörres hier. Oh. Und der ist auch schon ein bisschen schmuddelig hier. Den kriegt man nicht mehr vernünftig sauber. Und die ganze Optik von dem Ding gefällt mir eigentlich irgendwie nicht so wirklich. Ja, und so kommt das ganze Gedöns hier an, da, China, ne? So muss das. Das ist jetzt hier, ich habe natürlich schon einmal reingeguckt, ob es komplett ist. Man ist ja auch vorbereitet, man kennt ihn, ne? So. Ja, absolut tipptopp. Hier sind schon so, ja, so kleine Knitterspuren im Leder. Könnte sein, dass sich das ja wieder rauszieht, wenn er dann so ein bisschen drin ist. Aber der ist ja eh ein bisschen geknuddelt im eingebauten Zustand, von daher geht. Im Groben und Ganzen würde ich sagen, die Qualität ist jetzt nicht verkehrt. Also ich bin nicht enttäuscht. Das Ding hat jetzt irgendwas mit 35 Euro oder so gekostet. Also es fühlt sich wertig an. Das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein Billigzeug. Das hier fühlt sich auch nach Alu an. Also im ersten Moment würde ich jetzt nicht verstehen, warum man da bei Audi dann extra noch 180, 150 Euro ausgeben sollte. Wenn man da sowieso ein bisschen auf der Spartour ist, so wie ich. Ja, als erstes müssen wir hier wohl diesen Schaltsack hier raushebeln. Da ich da jetzt nicht mehr so viel... Oh, das ging einfach. Das hier nach oben. Und jetzt sieht man hier, ja, so eine, die ist ja auch schon locker. Weiß nicht, ob das Standard so ist. Könnt ihr mir mal in die Kommis schreiben, ob die wirklich so einfach hier zu bewegen sind. Die können wir jetzt abhebeln. Da werde ich mir so einen flachen Schlitzschraubendreher besorgen. Gucken, ob ich die vielleicht so rauskriege, dass ich die nochmal benutzen kann. Weil ich bin natürlich super vorbereitet und habe keine neue. Zum Abnehmen müssen wir den hier wohl rausziehen. Ups. Ja. Und das war es schon. Jetzt der Rübel da raus, du! Okay, Leute, also ich habe jetzt bei dem China-Kracher entdeckt, dass dieser Rahmen, ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Kamera gut rüberkommt, unterschiedlich ist. Ich versuche die jetzt mal so halbwegs parallel zu halten. Wenn ihr jetzt hier guckt, das ist der Originale, der linke ist der Originale, rechte ist neu. Die sind nicht überein, ne? Mit den Clipsen, die sich dann hier irgendwie
in der Manschette oder in der Konsole irgendwo abstützen sollen. Das heißt, ich müsste den Rahmen von dem alten auch noch übernehmen. So, dann habe ich die weiterhin verglichen und dann hat der ja hier diesen, diesen Mechanismus anstatt dieser Metallklammer, den ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt finde. Aber wenn man den jetzt hier drüber stülpt, spreizt der sich. Und man dann diesen Ring quasi hier drüber steckt, dann bleibt der hinter dieser Kante hier, wenn man die sieht, hinter dieser Kante setzen sich diese Nupsis und halt machen, übernehmen dann quasi die Funktion von diesem Plastikring. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich muss jetzt erstmal diesen Ring, diesen Rahmen hier umbauen. Und dann können wir das fertig machen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier den Rahmen von dem alten genommen. Nicht mehr getackert. Ich hatte keine Tacker da oder nicht so ein Tackergerät, weil das muss ja mit so einem richtigen Gerät machen. Sondern leider nur Kleber. Aber hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Es hält, sieht ordentlich aus, okay. Und jetzt können wir das Gerät hier auch zusammenbauen. Oh, ich versuche das jetzt gerade auf die Kamera hier zu kriegen. Hier seht ihr diese Manschette, die da mit bei war, die das Ganze dann festklipst. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist jetzt auch ziemlich fest. Da kann man auch ziehen. Da passiert gar nichts. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Rahmen reinklipsen. Ja, der Schaltknopf ist jetzt drin. Das sieht auch ganz manierlich aus hier. Das funktioniert auch alles. Das fühlt sich auch wertig an. Also es ist jetzt nicht billig, muss man sagen. Es funktioniert soweit. Ja, also ich würde sagen, der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wer seinen A6 günstig, sage ich mal, ein bisschen aufpeppen möchte, ist damit ganz gut bedient. Also ich kann da jetzt keinen Qualitätsmangel irgendwie feststellen. Ja, ich bin da normalerweise auch ziemlich penibel, wenn es um solche Sachen geht. Das hole ich dann normalerweise lieber original. Aber in dem Fall hat echt einfach der Sparfuchs in mir mehr Stimme gehabt. Und ich wollte das mal austesten. Das hat beim Lupo-Projekt ja ganz gut geklappt. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also es waren jetzt irgendwie knapp irgendwas zwischen 30 und 40 Euro. Bei eBay kann man da gerne mal gucken. Super schnell Versand gewesen. Also kann man echt nichts sagen. Gut, den Rahmen jetzt umgefummelt, mein Gott. Aber an sich, ihr seht ja die Aufnahmen. Also das ist völlig okay. Von Preis-Leistung kann man echt nicht meckern. Und selbst bei dem Originalen von Audi müsste man auch den Rahmen tauschen. Also selbst da ist auch jetzt der Vorteil so an sich nicht. So, dann hatte ich euch ja versprochen, dass es noch ein paar News gibt. Und zwar können wir am 1.7. in die Halle. Endlich. Seit auch, es geht auch langsam nicht mehr ohne Halle. Sind dann auch wirklich jetzt freier in dem, was man machen möchte. Die letzten Wochen war ja wieder nicht so viel da, weil immer dann, wenn ich drehen konnte, weil ich Zeit hatte, hat es geregnet. So, wo soll ich dann irgendwas machen? Das ist halt ziemlich scheiße. Aber das ist jetzt zum Glück bald zu Ende und dann gibt es Hallen-Content, da können wir dann Gas geben. Freue ich mich schon persönlich übertrieben drauf. Und ich sag mal so, diese Halle, die bietet uns echt, echt viel Möglichkeit, auch für die Zukunft. Man weiß ja nie, wo es hingeht, die Reise. Ja. Ja, dann gibt es jetzt bald mindestens ein Video mit einem anderen YouTuber, und zwar dem Yunus von Kfz-Fuzzis. Und da freue ich mich persönlich auch extrem drauf. Ein sehr korrekter Mensch. Und wir haben da schon ein paar Mal Kontakt gehabt wegen verschiedenen Sachen. Und ich will da nicht zu viel spoilern. Da kommt auf jeden Fall jetzt auch bald ein Video.
mindestens eins. Und dann, da freue ich mich schon richtig drauf. Also Yunus, wenn du das Video siehst, es wird Zeit, das durchzuziehen. Und ja, seid gespannt in dem Fall. Abonniert den Kanal. Ich sehe immer noch, dass hier 90%, über 90% nicht abonniert haben. Was ist da los? Die kostet nichts. Also ballert auf den Abonnieren-Button, like die Videos, schreibt gerne mal einen Kommi, ob der Sparfuchs hier gerechtfertigt gehandelt hat oder ob ihr auch sagt, nee, lieber Audi. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und in dem Fall wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Haut rein, geht in die Kommis, ne? Lasst ein Like da. Peace.